Okay, der war irgendwo oben rechts. Ach krass, so geht das also auch. Das heißt, vielleicht muss ich einmal bloß mit mehr Leuten reden, aber mit wem? Ha, mit Frey. Es ist Freys Wagen dort oben und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Punkt sein wird. Ich denke, Frey wird uns den Weg zum Guardian Fortress. Divine Fortress bringen, genau. Unlike your people, we six children have set roles to fill from the moment we are born. Frey has been Fairy King since birth, just as Freya was born to be Queen of Arnuven. Apart from our bodies, eventually withering, we do not grow old. We simply continue to live for the purpose of fulfilling our respective roles. We are also unable to become anything more than as which we were born. Okay, also anders als wir Leute eben, haben die sechsten Kinder gewisse Rollen, die sie, in die sie reingeboren werden, theoretisch, und die sie eben erfüllen müssen. Frey ist seit seiner Geburt der Feenkönig, genauso wie Freya eben die Feenkönigin ist. Und außer, dass irgendwann ihre Körper zerfallen, werden sie eben nicht älter, sondern leben einfach nur, oder leben weiter, um einfach nur ihre Aufgabe zu erfüllen. Und es ist leider auch nicht für sie möglich, dass sie mehr werden können als das, für das sie geboren wurden. Nein, danke. Ist zwar schade, aber ich habe erfahren, was ich brauchte. Noch mehr? Du warst sehr ergiebig, was das angeht. Ja, okay. Aber vielleicht müssen wir dann nochmal mit jemand anders reden oder nochmal mit jemandem reden. Divine Fortress. Aber ich glaube nicht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil, naja, die Asen waren alle nicht sehr gesprächig. So muss man es, denke ich, sagen. So, jetzt sind wir in der Mitte. Da waren wir aber auch noch nicht. Das heißt, wir könnten auch nach oben gehen. Wir kämen halt nicht mehr zurück. Na gut, hier kämen wir auch nicht mehr hin, ne? Da hinten haben wir fallendes Wasser, aber ansonsten bringt uns das halt gar nichts. Es sieht mir so aus wie ein Miniboss-Bereich. Hm. Oh Gott, viele Fische. Oh. Wir probieren, die Schlange zu töten. Oh Gott, stimmt ja, da war ja was. Böses Fischding. Ah, Mann. Das geht. Ich weiß nicht, wie viel das Ding aushält. Es geht auf jeden Fall. Yes, sehr schön. Akashura. Agajura? Oh, was bist du denn? Wir finden ja auf jeden Fall immer mehr. Das Ding sieht echt gruselig aus. Agashura. Agashura is a malevolent god who takes the form of a snake's head. He waits at the entrance of the ruins, waiting to ambush humans who walk by. His belly is filled with a stench so foul that anyone unlucky enough to get swallowed up would be driven enough to force their way out. Okay. Also, Agashura ist ein übler Gott, der die Form eines Schlangenkopfes annimmt. Er wartet am Eingang der Ruinen, um jeden hinterhältig anzugreifen, der an ihm vorbeiläuft. Sein Magen ist gefüllt mit einem Gestank, der so faul ist, dass jeder, der unglücklich genug ist, verschluckt zu werden, versucht, so schnell wie möglich seinen Weg nach draußen zu bahnen. Okay. Fieses Biest also, und jetzt müssen wir, ich sag mal, ab sofort immer aufpassen, dass wir nicht da irgendwo so ein Schlangenbiest haben. So, gehen wir mal nach oben und schauen mal, jetzt sind wir dann in der Mitte des Gebiets. Mal sehen, was wir da so finden werden. Okay, hier waren wir doch schon, oder? Das Gebiet kommt mir sehr bekannt vor. Also waren wir doch schon in der Mitte des Gebiets, aber ich verstehe nicht ganz, weswegen wir da nicht nach rechts kommen. Ich meine, jetzt müssen wir halt eben mal nach rechts schauen, dann sehen wir es ja. Genau, Serpent King Naga. Oh, ist das... Was geht's passt zu Virtual Wiseman? Und der Virtual Wiseman sagt mir irgendwie was aus dem ersten Teil auch. Ich glaube, den gab's da auch schon. Aber ist Naga hier der Guardian? Keine Ahnung. Ich weiß nicht ganz, was der Guardian von Arnuven sein soll. Hatten wir jetzt irgendwie noch nicht. Okay, stimmt, hier waren wir auch schon. Ja, hier hatten wir die Karte her, genau. Horikans Ruhm. Room.
Wer auch immer Hurakan ist, aber... So, ich mach jetzt den Geist platt. Nein, verdammt. Das hat nicht so funktioniert. Apsara. Apsara oder Apsara? Ah, ist eins, okay. A spirit that takes the form of a beautiful dancer. Aspara are said to wake the souls of the dead with the dance and manipulate them at will. They are also said to impend the training of any human who seeks the powers of the gods. Oder impede, so. Also ein Geist, der die Form eines wunderbaren oder wundervollen Tänzers angenommen hat. Aspara wird nachgesagt, dass sie die Seelen der Untoten oder die Seelen der Toten, so rum, erwecken können mit ihren Tänzen und sie mit ihrem Willen manipulieren können oder eben so manipulieren wollen, wie sie wollen. Es wird außerdem gesagt, dass sie das Training blockieren von jedem Menschen, der versucht, die Mächte der Götter zu erlangen. Okay. Also nicht ganz so nette Kerle. Definitiv nicht. So, waren wir da unten jetzt schon? Nee, das hier führt... Keine Ahnung. Sollen wir da mal runtergehen? Weil eigentlich müsste das dann in den weiteren Bereich führen. Jetzt wird es langsam knifflig. Oh, genau. Purple Eye. Okay, das hatten wir schon. Aber das hier hatten wir noch nicht. The Manta Harnessing Alpha Hidden Relic. Die Jet Pillar. Oder Jet Pillar. Aber ich glaube, es heißt die Jet. It is fated to be swallowed by Kujata, the guardian of Lokpala Creation. Okay. Also, das versteckte Mantra nutzende Alpha-Artefakt. Die Jet-Säule. Es ist vorbestimmt, dass er von Kujata verschluckt werden soll. Dem Wächter, den die Lokpala erschaffen haben. Okay. Das heißt, bekommen wir von, wenn wir den Wächter, der, das speichere ich mir mal, wenn wir den Wächter des Immortal Battlefields töten, bekommen wir dann den G-Jet Pillar und damit können wir dann Mantras benutzen, aber die Frage ist halt eben, was bringen uns Mantras? Keine Ahnung. Wo gehen wir denn jetzt lang? Wir haben hier jetzt mehrere Wege. Einfach mal nach rechts, weil da hätten wir dann wenigstens bloß einen Weg. Schauen wir mal. Okay, wir haben hier scheinbar auch keinen Weg, außer hier geht's runter. Nein, okay. Oh, hast du eine offene Kiste? Also, da ist sogar eine offene Kiste. Oh, so gemein. Das ist sehr, sehr mies, da aber die Kiste offen zu lassen. Gut, da der Aufzug weg ist, will ich ja mal kurz hier runter gucken. Okay, es ist so. Ah, dann ist da die Treppe einfach nur nicht. Aber ich dachte mir doch so, das macht eigentlich keinen Sinn. Weil da ist ja keine Treppe. Na gut, wir sind ja aber hier gleich wieder oben. Dann, ja gut, also scheinbar können wir etwas weitermachen hier, aber nicht so viel. Okay, Hidden Shop. Interessant. Müssen wir mal nachschauen. Ja, mal sehen, was es hier noch so gibt. Zuerst mal eine Nachricht hier unten. The Guardian Kujata was set upon Anuven by the Lokpala. Only to be sealed by an Ankh at the Alpha Seer's hands. Oder Series Hands. Also, der Wächter Kujata wurde in Anuven platziert von den Lokpala. Sagen wir es mal so, der wurde auf Anuven gehetzt, kann man irgendwie sagen. Ich denke, das passt dann auch. Nur um dann von der Alpha-Seherin in einem Ankh versiegelt zu werden. Und ja, Series, wie ich es auch gerade eben gelesen habe, nicht Series, sondern Seeress, heißt, ist einfach bloß die weibliche Form von Seer. Es ist Seer and Seeress. Wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Zumindest so habe ich es verstanden. Also, wie gesagt, das ist einfach nur die Seherin. Okay, das haben wir ja aber an sich schon. Also, beziehungsweise, da sind wir ja gerade dran. An dem Ankh. Und wir haben noch ein Ankh-Juwel. Ist zwar gefährlich. Achso, ich verstehe. Blöde Biester. Oh Gott, war schon irgendwie klar, dass das Biester wieder kommt. Haha. Hab dich durchschaut. Also von dem her, wir könnten das Biest beschwören. Ich weiß bloß nicht, ob wir es besiegen können. The more powerful of the Alpha possess the gift of clairvoyancy. The effort to preserve the prophecy of Eglana tests the limits of their defiance against the mother's influence.
Die mehr Mächtigen unter den Alpha besitzen das Geschenk der Voraussicht oder eben der Weissagung, so kann man es auch sagen. Ihre Mühen, die Prophezeiung für Eglana zu erhalten, prüft ihre Grenzen des Trotzes, die sie gegen den Einfluss der Mutter haben. Ist ein fieser Satz, also grundlegend, sie versuchen die Prophezeiung von Eglana zu erhalten. Und da das natürlich gegen die Mutter spricht, müssen sie sich ständig gegen den Einfluss der Mutter wehren. Um es nochmal klarer auszudrücken. Diese englischen Sätze, diese ellenlangen Sätze sind halt immer sehr schwierig, dann sinnvoll auch irgendwie zu übersetzen. Deswegen ist es manchmal da ein bisschen knifflig, finde ich. Knifflig ist natürlich jetzt auch die Frage, wie es weitergeht. Ich gehe da erstmal unten rechts weiter. Da haben wir den Ankh. Aber wir kommen noch nicht ran. Wir können hier ein bisschen rumdancen, aber das bringt mir nicht viel. Wir müssen da von rechts ran. Hier ist sogar eine Kiste? Merkwürdig. Okay. Ach ja, Hidden Shop haben wir hier auch noch. Wo ist der? Wieso haben wir keine Musik mehr? Das ist komisch. Hallo? Musik? Nein? Nö? Gar nichts mehr? Tja, war schön, ne? Mit der Musik. Ich habe die Musik genossen. Genossen. So rum. Oh, hi. Mantra Watchtower. Achso, ja gut, weil da der die Jet drin ist, wahrscheinlich schon, ne? Wieso haben wir keine Musik mehr? Ich meine, so hört man viel schöner das Palim Palim, aber irgendwie ist das merkwürdig. Ich resette gleich mal, ne? Wenn das jetzt nicht besser wird gleich. Oh Gott! Vergessen. Ich wollte gerade schon fragen, was war denn das nochmal für ein Raum? Das ist mir eingefallen, das war kein Raum. Es war so ein fieser Gott, der da so rumgehangen hat. Ja, Palim Palim, ich weiß. Aber wo denn? Da oben ist so eine Kante. Nein! Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ja, ne? Ist doof. Ich schätze mal, da oben ist das, aber ich weiß es halt nicht. Ist nicht dein Ernst, dass das Ding da jetzt. Oh Mann! So, ich kann doch zuerst hier hin. Es muss da oben eigentlich sein, aber ich komme da ja nicht ran. Gut, manchmal muss man eben auch andere Rätsel lösen, um das zu öffnen, hat man ja gesehen. Das heißt, vielleicht kommen wir da eben auch noch gar nicht ran. Dass ich immer wieder auf diese Schlange reinfall. Unfassbar. Wieso haben wir keine Musik mehr? Das ist genauso unfassbar. Was ist da drüben? Vielleicht deswegen. This seems like a safe place to make camp. Tomorrow I'll find a treasure. For sure. Ja, war sicherlich ein guter Platz, um hier ein Camp aufzuschlagen. Ah, guck mal jetzt. Perfekt. Die Frage ist halt auch irgendwie, der Weg scheint, oder der Raum scheint sehr groß zu sein. Ich weiß das nicht genau, wo das sein soll. Okay, in dem Raum an sich. Nein, Fledermaus. Ich wusste, dass das passiert. Ich schätze mal irgendwo hier, aber ich kann es halt nicht genau sagen, wo. Ich bin gleich so tot. Vor allem, wenn die Biester kommen. Okay, das geht zum Glück in die andere Richtung. Nochmal Glück gehabt. Interessanterweise habe ich hier aber bisher... Okay. Ich wollte gerade sagen, interessanterweise habe ich hier bisher auch nicht sehr viel Heiliges gesehen. Verdammt, nein, lass das doch... Och, Mann. Okay, ich würde aber mal sagen, da wir da oben wieder schieben müssen, können wir das hier eigentlich vergessen. Können wir dann nochmal weiter unten rechts rein? Nein. Oh Gott, 4 Leben. Nee. Nochmal weiter unten rechts. Ging es dann noch nach rechts? Ja. Ach so, das war aber das hier. Ja, okay. Das heißt, es geht wirklich nicht weiter auf die komplett rechte Seite. Ja, schade, ne? Da geht's auch nicht weiter und jetzt sind wir so gut wie tot. Ich muss mich zurück teleportieren. Tut mir leid. Dann müssen wir doch im Immortal Battlefield weitermachen. Oder halt eben in den Endless Corridor gehen. Ich weiß gerade nicht, was wir genau machen. Endless Corridor, Immortal Battlefield. Im Immortal Battlefield können wir auf die rechte Seite gehen, aber sieht mir alles halt auch so danach aus, als sollten wir da nicht hin. Vielleicht müssen wir uns erst den Beweis holen.
von der Fairy Queen. Ich würde mal sagen, ich heile mich kurz und dann gehen wir zum Endless Corridor.